Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Muten. Diesmal kämpfen wir mit Goku. Aber da ich das Timing von verpatzt habe, ist er diesmal nicht am Start vorhanden. Aber egal. Diesmal darf der berühmte Dragon Ball Fighter Goku sich in den Ring wagen. Dabei handelt es sich um einen Goku, der aus der Freezers Saga kommt. Das heißt, er kann sich lediglich in einen Super Saiyan verwandeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir mal los. Und mal gucken, ob Goku es schafft, Essen wir vor aus dem letzten Part zu besiegen, denn auch Sonic hatte keine Chance. Und gleich am Anfang mal Chi-Chi wegschmeißen. Und für die gleiche neue Stage. Den Körper Platz. Und ich bin natürlich gleich mal schlecht. Ja, 1 als Start. Round 2. Fight. Verdammt, der hat mich leider fertig gemacht. Da habe ich nicht aufgepasst. Tja, erste Runde verloren, aber ich hatte auch einen schlechten Start. Muss man zugeben. Versuchen wir es erneut. Oh, und da ist Sonic. Ready? Aber leider kein Super Sonic. Ich frag mich immer noch, in welchen Sonic bitte schön Sonic Wirbelstürme schießen konnte. Verdammt. Round 2. Fight. Aua! Wow! Und natürlich hat er mal wieder Hunger. Was war das denn gerade für ein Finish? Ich hab die halbe Erde zerstört. Go!
Dammit! K.O. Na super, der hatte mich voll drin. Pech. Neuer Versuch. Und gleich zwei GG springen. Und das ist Goku Black. Nee, nicht richtig Goku Black, aber man kann es fast so nehmen an den Haaren. Also mich erinnert dieser Bu eher an diese Vorherstellung von Bu. K.O. Und da ich gequasselt habe, habe ich nicht aufgepasst. Round 2. Fight. Jedenfalls ist es ein böser Goku, was man schon an der Augenfarbe erkennen kann. Der hat noch keine in seinen Augen. Ja, genau. Ich rufe eine Emoji-Bank irgendwie auf meinem Rechner auf und der Goku Black verknallt sich in die Chi-Chi. Na super, Goku. Das ist peinlich. Also auf jeden Fall war dieser Skin an Goku Black angelehnt. Ich wusste nicht mal, dass ich eine Emoji-Bank habe. Naja. Nächster Versuch. Und ein Minispiel. Fight. Jetzt habe ich das Ende geskippt versehentlich. Sorry, Leute. Diese Tieflieger immer. Mit dem Herr der Schildkröten Sonnenbrille. Tule an Inspiration an der momentanen Transportation in der Trump-Folge. Also man sieht, der Entwickler hat sich ganz schön Mühe an Goku gemacht. Ja, an den komme ich nicht mit meiner Hitbox. K.O. Und wieder gewonnen. Mit Meister Roshis Sonnenbrille.
Der Satz allein. Hey, das wird hilarious, I think. Oh, schon wieder ein Goku. Wer ist es diesmal? Ein normaler Goku. Und ich komme mit Shenlong. Aua. Dammit! Warum kommt auch so oft Goku? Die Siegerpose! Ich glaube, Dragon Ball Fans würden die sofort erkennen. Das war die erste, zweite Herausforderung für den Planeten. Ich persönlich guck Dragon Ball. Echt gerne, momentan gucke ich mir auf diesem Max das Ganze an. Ja, und nebenbei werde ich verprügelt. K.O. Ich mache noch einen Versuch. Noch einen Versuch mache ich. Danach muss ich leider aufgeben und den Part beenden. Dieser Goku gehört übrigens, für alle die es interessiert, zu den beliebtesten Mutant Fightern überhaupt. Er hat sogar eine eigene Listenkategorie in der Mutant-Spiele-Serie. Oh, und jetzt haben wir Super Sonic gegen Goku zum Finale. Richtig cool. Die Runde geht schon mal an mich. Round 2. Fight. Dammit! Yes! Jetzt ohne muss ich gewinnen, sonst wird's peinlich. Round 3. Fight! Fight.
Zwei Stück? Du willst mich doch verarschen. Betrug. Betrug. Yes! Damit muss die Bulldogger aufhören. Ich hab gesagt, ich höre bei der Niederlage auf. Tja, ich würde mal sagen, in diesem Fall gewinnt Supersonic. Was soll's. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein Abo wäre schön. Bleibt sozial. Und tschüss.